Hallo zusammen, ich bin Marco und in diesem Video wollen wir euch einmal die Java Elite Active 75T zeigen. Die Elite 75T, also der Vorgänger oder das Alternativmodell dazu, habe ich jetzt schon eine ganze Weile in der Testung und ich bin wirklich begeistert. Das sind meine Earbuds, die ich jeden Tag dabei habe, wenn ich irgendwie unterwegs bin. Und ich bin klanglich von denen absolut überzeugt, von der Bedienung her, von der Größe. Und die Active sind eigentlich die Elite 75T, nur eben ja, für die aktiven Personen, für Sportler gedacht. Warum das der Fall ist, das schauen wir uns jetzt einmal kurz an. So, dann schauen wir doch mal, wie wir die Verpackung öffnen können. Die ist so, dass man das Ganze auch ohne irgendwelche Messer oder ähnliches öffnen kann. Hier gibt es einfach kleines Klebeband, das man zur Seite schiebt. Dann holt man eine gelbe Box raus. Und da sind die Java Elite Active 75T drin. Die Verpackung ist relativ unscheinbar, jetzt nichts Spektakuläres. Aber ich muss sagen, soweit trotzdem ganz gelungen, denn ich finde die Präsentation des Inhalts ist hier absolut gelungen. Und jetzt sieht man hier auch schon mal den ersten Unterschied zu meinen Elite 75T. Die Farbe ist anders, aber gut, die kann man eh immer individuell wählen. Ich würde sagen, wir holen das Ganze hier einmal ein bisschen weiter raus. Hier gibt es halt noch so einen Quick Start Guide, der uns noch kurz erklärt, wie wir die Earbuds am besten und am schnellsten verwenden können. Und jetzt kommen wir hier einmal zu den Earbuds selbst. Und was hier als allererstes auffällt im Vergleich zu den Elite 75T, die Active, haben eine besondere Beschichtung, was sie so ein bisschen, ja, wie so eine Soft-Touch-Oberfläche ein bisschen angenehmer macht, muss ich sagen, wenn man sie anfasst. Also nicht, dass die Elite 75T irgendwie unangenehm wäre, wenn man sie anfasst. Die fühlen sich trotzdem gut an, die fühlen sich absolut wertig an. Aber das setzt einfach dem Ganzen noch ein i-Tüpfelchen obendrauf. Das ist auf jeden Fall ganz angenehm, finde ich ein sehr, sehr gutes Plus. Ansonsten sehen wir auch so hier schon, dass die Größe zum Elite 75T von dem Active 75T absolut gleich ist. Die Bauform ist gleich. Es ist auch die inneren Werte, werden wir da gleich sehen, sind ziemlich identisch. So, dann holen wir mal noch den Rest raus. Das gilt natürlich auch für den zweiten Earbud. Die Java Elite Active 75T, genauso wie die Elite 75T, verwenden übrigens ein Master- und Slave-Prinzip. Viele andere kabellose Kopfhörer verwenden ja momentan individuelle Verbindungen zum Smartphone. Hier läuft immer noch alles über den rechten Earbud. Das heißt, möchtet ihr mal ein Earbud alleine benutzen, müsst ihr mal den rechten nehmen. Aber das funktioniert zumindest, könnt ihr einzeln ein Earbud benutzen, aber wenn, dann leider nur den rechten. Der linke, der pairt sich immer nur mit dem rechten. So, das ist eine kleine technische Information zwischendurch. Dann packen wir es einmal zur Seite, dann gucken wir uns auch einmal auch das Case an. Auch das Case ist genauso mit dieser Beschichtung versehen wie die Earbuds selbst und fühlt sich damit noch so ein bisschen, ja, als, wie gesagt, als ob das so ein bisschen Soft-Touch oder so gummiartig ist. Einfach noch ein kleines bisschen wertiger an, obwohl das hier auch schon sehr, sehr gut ist. Auch hier bei den 75T, bei den Elite 75T fand ich schon die Klappe immer sehr gut. Sie hat super gehalten. Das gleiche Gefühl habe ich hier auch. Ich glaube, da werden wir in nichts nachstehen. Ich kann noch einmal hier den Sticker rausnehmen. Dann können wir auch die Earbuds hier auch einmal reintun. Die halten hier auch wirklich sehr, sehr zuverlässig in dem Case. Die Magnete sind sehr, sehr stark, sodass man beim besten Willen die da nicht rausbekommt, egal wie man das schüttelt. Aufgeladen wird das Case übrigens mit USB-C. Gilt auch für die Elite 75T. Und insgesamt kann man also ungefähr 28 Stunden Playback-Zeit haben, wenn man die Earbuds regelmäßig auflädt. Die Earbuds selbst haben so um die 7 Stunden Playback-Zeit, dann müsst ihr sie einmal wieder ins Case packen und mit dem Case zusammen kommt man halt insgesamt auf 28 Stunden. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Akkulaufzeit, da hinken viele andere kabellose Kopfhörer hinterher. Was ich schon bei den Elite 75T ein bisschen bemängelt habe, ist, dass man den Ladestand nicht so richtig gut erkennen kann. Zwar gibt es auf der Rückseite so eine ganz kleine LED und man sieht auch, die geht kurz an, wenn man die Klappe öffnet. Ich habe es ganz oft geschafft bei den Elite 75T, dass ich sie vergessen habe zu laden. Und wenn man dann nicht regelmäßig am Smartphone guckt oder auch in die App guckt, die es extra mit den Java gibt, dann verpasst man es durchaus. Diese kleine LED hier auf der Rückseite, oftmals ist sie ja gar nicht an, wenn man jetzt nicht gerade die Klappe öffnet.
Und dann verpasst man das. Die Earbuds selbst werden dann immer noch geladen vom Case. Man kann sie nutzen, aber das Case ist vielleicht schon leer. Und das nächste Mal, wenn dann die Earbuds leer sind, ihr sie reintut, dann können sie gar nicht geladen werden. Also das ist immer noch ein kleines Manko. Jetzt, wo ich das weiß, dass ich darauf achten muss, geht es natürlich auch besser. Aber nichtsdestotrotz ist es mir trotzdem passiert, dass ich vergessen habe, die aufzuladen, beziehungsweise das Case aufzuladen. So, zur Passform. Bei mir passen auch die mittleren Silikontipps am besten. Und ich muss sagen, dass sie wirklich nicht toll auftragen. Also sie sitzen auch extrem dicht sofort. Ich habe eine super Isolierung von vornherein mit diesen Earbuds. Das ist ganz schwer mit anderen Earbuds zu vergleichen. Dafür, dass sie kein Noise Cancelling haben, also keine Geräuschunterdrückung, sind sie wirklich unheimlich angenehm und isolierend im Ohr, ohne jetzt irgendwie einen unangenehmen Druck zu erzeugen. Aber sie schirmen die Umwelt wirklich sehr, sehr effizient ab, einfach nur durch die extrem gute Passform. Damit einem diese Isolierung aber nicht von der Umwelt völlig abschneiden wird die ganze Zeit, gibt es auch hier eine sogenannte Hear-Through-Funktion. Die kann man aktivieren, indem man den linken Earbud einmal antappt. Dann gibt es ja, dann wird die Umwelt eingespielt über die Mikrofone, die diese Earbuds haben, in eure Ohren. Und ihr könnt auch in der App einstellen, wie stark das sein soll, wie stark diese Hear-Through-Funktion sein soll. Damit könnt ihr entscheiden, will ich jetzt sehr viel von der Umwelt mitbekommen oder einfach nur ein bisschen was, damit ich nicht ganz so isoliert bin. Das kann ja gerade dann mal wichtig sein, wenn man irgendwie auf einem Bahnhof eine Ansage hören möchte oder so, muss man nicht die Earbuds extra rausnehmen, sondern kann kurz die Hear-Through-Funktion drücken und bekommt trotzdem mit, was angesagt wird. Möchte man dann aber vielleicht auch mal die Musik schnell unterbrechen, ohne das Smartphone in die Hand zu nehmen oder das irgendwie anders großartig zu steuern, irgendwelche Tabs und Drücken auf den Earbuds, man kann einfach ein Earbud rausnehmen. In dem Moment, wenn die in den Ohren sitzen, nimmt man ein Earbud raus und dann werden beide, also wird die Wiedergabe pausiert. Und das ist super angenehm, dass man so ganz schnell auch mal mit jemandem irgendwie interagieren kann. Man wird nach dem Weg gefragt, dann will man vielleicht nicht einfach nur die Hear-Through-Funktion aktivieren. Man hat ja immer noch die Earbuds im Ohr, sondern man nimmt einfach einen raus. Die Musik wird pausiert, man kann sich normal unterhalten. Das ist wirklich richtig gut durchdacht. Also die Technik, die Jabra hier verbaut hat, ist beeindruckend und toll, in was für einen kleinen Formfaktor sie das bekommen haben, dafür, dass halt wirklich die Technik absolut überzeugend ist. Das fand ich auch schon bei Elite 75 These und wie gesagt, technisch sind sie absolut vergleichbar. Auch was den Sound angeht, sind sie vergleichbar. Die Musik klingt, finde ich, sehr, sehr gut in diesen Earbuds. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Jabra Elite Active 75T oder die Elite 75T noch aktive Geräuschunterdrückung hätten, könnte man noch mehr rausholen. Aber wie gesagt, die Isolierung ist schon so gut, dass es fast nicht notwendig ist. Man kann auch den Klang, das Klangprofil in der App ein bisschen verändern, wenn man das möchte. Ein bisschen basslastiger, ein bisschen mehr auf die Mitten, ein bisschen mehr auf die Höhen, so wie man das gerne hat. Die Grundeinstellung ist standardmäßig ein kleines bisschen basslastig. Das heißt, die Betonung liegt schon ein bisschen auf den Bässen, aber nicht unangenehm, sondern ich muss sagen, ist eigentlich genauso, wie ich es mag. Ein kleines bisschen Bass mag ich immer, wenn ihr so ein bisschen durchdröhnt durch die Musik. Das kann er ruhig gerne machen, aber ohne, wie gesagt, dass es unangenehm wird, ohne dass es scheppert oder ähnliches. Was kann man sonst noch sagen? Genau, sie haben neben dieser Beschichtung noch einen Unterschied, gibt es zu den Elite 75T. Und zwar sind diese wasserdicht. Die Elite 75T, die waren gegen Spritzwasser geschützt, sodass man auch mal problemlos damit joggen gehen konnte. Das ist kein Thema, auch wenn es dann regnet, war es alles drin. Theoretisch könnte man mit den Elite Active 75T sogar schwimmen gehen. Aber ich muss sagen, obwohl sie sehr dicht im Ohr sitzen und sehr sicher im Ohr sitzen, würde ich das, glaube ich, nicht machen, weil ich schon noch Angst hätte, dass ich sie beim Schwimmen verliere. Aber grundsätzlich würden sie es mitmachen. Sie haben ein IP-Rating von 57, das heißt, sie sind gegen Staub ein bisschen geschützt. Aber die 7, die zweite Zahl in dem IP-Rating, ist fürs Wasser. Und mit einer 7 kann man sie rein theoretisch auch schon für eine halbe Stunde ins Wasser tun. Und sie werden das problemlos überstehen. Wie gesagt, zum Schwimmen grundsätzlich vielleicht geeignet, aber da man sie nicht irgendwie extra nochmal sichern kann mit einem Band oder so, würde ich das, glaube ich, eher nicht machen. Aber wir haben die Kiste noch gar nicht ganz ausgepackt. Wir können natürlich nochmal reinschauen, was es sonst noch in der Kiste gibt, bevor ich jetzt zu viel zu den Elite Active 75T erzähle. Es gibt natürlich auch noch ein Ladekabel. Ein ganz kurzes USB-C-Kabel auf USB-A. Ein Netzteil ist nicht mit dabei, da müsstet ihr dann eins zur Verfügung stellen.
Und es gibt noch weitere Aufsätze. Es gibt noch große Silikonaufsätze und kleinere Silikonaufsätze. Standardmäßig sind die mittleren installiert. Es gibt hier keine Schaumstoffaufsätze, für die das wichtig ist. Die müssten sich da anderweitig umschauen. Ansonsten haben wir hier noch wieder ein bisschen Papierkram. Aber hier ist nicht mein Quick Start Guide nochmal separat drin, sondern wie gesagt, der ist ja schon bei der Verpackung ganz am Anfang mit dabei. Den Rest zeigt denn die App einem ganz gut, wie man bestimmte Funktionen nutzen kann. Die App ist für Android und iOS verfügbar, funktioniert auf beiden Betriebssystemen sehr, sehr gut und gibt einem, wie gesagt, noch ein bisschen mehr Anpassungsmöglichkeiten des Klangprofils und einfach so ein bisschen, dass man das Ganze noch seinen eigenen Bedürfnissen anpassen kann. Zum Beispiel auch beim Telefonieren kann man einstellen, ob man seine eigene Stimme ein kleines bisschen hören möchte, so wie das ja oftmals beim Telefonieren dann angenehmer ist, speziell wenn man so Earbuds im Ohr hat, dass man nicht anfängt, den Partner am anderen Ende anzuschreien, dann ist so eine Funktion tatsächlich ganz praktisch. Die Bedienung, wie gesagt, erfolgt über die beiden Tasten hier. Am linken einfacher Tab aktiviert diese Hilfsruf-Funktion, am rechten Play und Pause und gedrückt halten, auf der rechten Seite erhöht und auf der linken Seite verringert die Lautstärke. Ich finde dieses Halten und dass sich dann die Lautstärke so verändert wie, in die Richtung, wie man es gerade haben möchte. Man lässt los und die Lautstärke bleibt da. Das ist von der Bedienung her sehr intuitiv und funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also ich denke mal, obwohl die Elite 75T bisher meine absoluten Lieblings-Earbuds waren, was kabellose Kopfhörer angeht, werden die Elite Active 75T sie jetzt ablösen. Ich werde sie mir jetzt doch genauer anschauen, gucken, ob es vielleicht doch noch irgendwelche Unterschiede gibt, die jetzt so auf den ersten Blick und aus dem Specsheet heraus noch nicht erkennbar sind. Das würde ich mir dann für ein Review auf meinem Kanal Kaminet aufheben. Ich hoffe, euch hat dieser erste Blick hier auf MyElite gut gefallen. Wenn ihr mehr zu solchen Sachen sehen möchtet, schaut auf jeden Fall wieder auf diesem Kanal vorbei, abonniert den Kanal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.